mal ein bisschen hart. What the fuck? Deckenspiegel, oh Gott. Okay, okay. Ja, mal. Ist glaube ich auch interessant. Da warte noch nicht Countdown, Baby. Wir so, müssen okay. unsere Ankündigung machen. Fängst du an? Soll ich anfangen? Ich fang an. Okay. Gar nicht? Hm? Na ja. Gut, also dann herzlich willkommen hier mal wieder bei Zast, die Zockeranstalt, die sich mal wieder hier getroffen hat und neben bekloppten Müll zu labern auch bekloppten Müll auf der Strecke veranstaltet. Und heute wieder hier bei Sonic Team Racing, obwohl wir heute nicht als Team fahren, sondern alle gegen alle. Also das heißt, wir drei gegeneinander und dann auch noch die KI-Fahrer und ja, mal schauen, wie es heute wird. Und wir werden auch sehen, wie wir dann beim nächsten Mal Team Sonic Racing, was wir dann machen, weil dann haben wir ja praktisch eigentlich alles durch. Online ist ja leider hier in dem Spiel und man nie wirklich was los. Da müssen wir dann schauen. Aber heute auf jeden Fall erstmal hier alle gegen alle. Wildes Chaos, wilder Wahnsinn. Ja, und da gebe ich jetzt auch ab an den Kev Gaming, der Mann mit der Technik, mit der Ahnung von der Technik. Ja, schön, das hast du schön übergeleitet. Auch von meiner Seite aus natürlich erstmal herzlich willkommen zu Sonic Team oder Team Sonic Racing. Und ja, heute ist das pure Chaos auch mal nicht nur, dass wir uns helfen, denn heute gibt's uns geben wir uns gegenseitig auch nochmal ordentlich auf die Nuss. Baby geht uns auf die Nüsse, aber das ist ja. Na, Moment, Baby geht lieber an die Nüsse, nicht auf die Nüsse. Auf die Nüsse könnte was schmerzhaft werden. Na, bei dir auf und mir an. Ach. Das ist doch eine gute Aufteilung. Nee. Gut. Na dann. Let's go. Hey ho, let's go. So, mal gucken, ob ich das Driften noch drauf habe. Ist ja eine Weile her, dass wir das gespielt haben. Ja, schau. Energy. Na, ich habe auch noch einige stehen. Ich habe hier 4 Stück stehen. Alter. Mir reicht der eine hier. Die eine. So. Gespiegelt. Eieiei. Das kann was geben. Ja, Kev ist immer schockiert, wenn er spiegeln muss. Warte, wie war das mit dem Abschießen? X. Ich hab was länger nicht mehr gespielt. Ja, das meinte ich ja gerade. Ey, du Sack. Geh weg. Ah, das meins. Schon wieder. Ich hab jetzt schon 3-mal hier nicht abgekriegt an Power-Ups, Alter. Na, blöd, ne? Oh. Irgendwen habe ich, glaube ich, gerade erwischt mit dem Feuerspur. Ja, mich. Leider reingedrückt. Ich habe immer noch einen vor mir, ne? Wer ist denn das da vorne? Ich bin der zweite momentan. Geist. Jetzt bin ich Erster. So. Oh, da hat's irgendwen erwischt. Fire.
Wie sieht's bei euch mit den Platzierungen gerade so aus? Beschissen. Inwiefern? Beschissen. Dann wird's leider nicht angezeigt, wie ihr bei dir da so platziert seid. Ich glaube, ich bin ja nur beim Team. Du wirst es zum Ende ja sehen. Oh Gott. Na gut, es ist erstmal nur das erste Rennen und außerdem kommt der eine gerade ein bisschen näher da hinter mir. Ich hab grad ein bisschen. Wow! Yes! Silver war ein KI-Gegner, okay? Der wurde nämlich aber nochmal ziemlich aufdringlich. Ich hatte eigentlich guten Vorsprung, da kann man nochmal gut ran hinten. Wow. Und danke. So, erste Rennen schon mal gewonnen. Ui, okay. Aber wie gesagt, nur das erste Rennen. Bitte warten. Ich glaube, in Sachen Ladebildschirm haben sie sich bei GTA was abgeguckt. Erst dachte ich mir gerade innerlich auch. Ja gut, was gerade gut. Der Vorteil ist bei GTA zum Beispiel, dass du halt nicht nochmal alles nachladen musst. Wie zum Beispiel bei GTA Vice City, wo du dann in eine andere Stadt fährst und direkt einfach nochmal einen Ladebildschirm hast. Und die Map ist halt riesig. Aber ja. Uiuiui. Der Spiegel zur Strecke. Zwei goldene Flitzer da neben mir. Ich jetzt auch gut. Ja, doch. Alter, hör doch. Du wirst ja schön gestapelt hier gerade. Es kommt gerade einer gerade ein bisschen auf mich gesetzt. Moin! Oh, da hat uns beide aber erwischt. Obwohl du eigentlich direkt reingefahren bist. Das war nicht von mir. Okay. Oh, Baby! Das war ich! Oh, Mann! Oh, oh, oh! Das klappt gerade, ey! Was denn? Was? Die Idee hatte ich auch gerade. Ich hatte nämlich auch die Flammenspuren.
Ja, Baby, das wirst du wohl gewinnen. Ah, herzhaft. Zweiter noch geworden, aber knapp. Hättest du fast den zweiten Platz noch gekostet mit der Aktion. Ja, das hat aber gerade noch so gereicht. Solche Dinge hätte ich gebrauchen können. So was zum Abschießen. Ich hatte nur dann zweimal noch diese Flammenspuren. Danke, Leute. Ui. Da bist du platt. Und der Baby, bin ich doch fast dafür so gesorgt, dass der Markus auch vorbeigeht. Wurde nämlich auch knapp auf einmal am Ende. Guck mal den Abstand zwischen mir und dem vierten. Okay, das ist kuschelig, ja. Ja gut, die ersten vier sind relativ nah beieinander. Wobei Baby, ja gut, Baby hat 3 Sekunden Vorsprung gehabt, aber wie gesagt, er hat am Ende nochmal so ein irgendwas zum nach hinten schießen gehabt. Aber okay. Man merkt halt, dass du viele Sachen, die du im Teammodus hast, die hast du ja nicht. Den Superboost und den ganzen Kram. Ja. Ja, wobei das aber auch mit dem Einzelmodus auch mal ein bisschen auch Spaß macht, ja. Muss ich sagen. Also, das spielt man allgemein ziemlich viel Spaß. Also, klar, als alter Mario Kart-Fan sowieso. Nur schade, dass ihr zum Beispiel keine Switch habt. Ich hab eine Switch. Markus keine hat. Sonst hätte man überlegen können, mal auf Mario Kart zu gehen, weil ich habe ja die Möglichkeit, über die Switch aufzunehmen. Wobei du dann auch wieder Teamspeak, Discord, etc. nutzen musst. Aber vielleicht kommt bald Mario Kart bei mir auf den Kanal. Oh, mal gucken. Erstmal die Zeit dafür finden, so rum ist es eigentlich letztendlich. Alter! Du fährst auch noch direkt rein! Nee, ich bin eigentlich genau hinter dir gewesen. Und genau in dem Moment kam das Ding, kaufst du den Dings raus. Ich konnte eigentlich nicht mehr ausweichen. Zurecht, zurecht. Oi, oi, oi. Da hat's auf jeden Fall einiges erwischt, gerade vorne. Letztes Mal was übrig hier? Hab dich, Tails. Mann! Oh, Alter! Zählt da momentan nur. Ja, so ging es mir im ersten Rennen. Ja, ja. Ich bin wieder ein bisschen drin gewesen. Ach, Mann! Jetzt bin ich wieder. Ich muss die Baby mal kriegen da vorne. Das kann doch nicht sein. Na, Baby wird wahrscheinlich nicht anderes spielen als das hier. Mann! Steckst dir da wohin, wo die Sonne nicht scheint, Alter. Scheiß Blöcke, ey. Uiuiui. Meine Fresse, ey! Die Steine da, ja. Oh, ey, könnt ihr mich auch mal in Ruhe lassen, Alter? Das dritte Mal jetzt hintereinander. Oh, vielleicht hinten schießen müssen die Rakete.
immer noch einer vor mir, das kann doch nicht sein. Jetzt, oder? Also, diese scheiß Rakete, diese scheiß Steine, ne? Nein! Marco, stopp das Ding jetzt ab, ernsthaft! Zweiter deswegen noch geworden. Das, die scheiß Steine, die hat euch den Sieg gebracht, ne? Ja, ich bin aber auch, da hat noch einer seinen scheiß Feuerkack da gezogen. Ja, das Feuerding war von mir. Wie gesagt, ich war ja an dem Typen schon vorbei und dann kamen die scheiß Steine da. Ich war ja erst dann im Moment. Also hat jeder mal drin jetzt gewonnen. Jetzt entscheidet sich zum Letzten. Danke, Leute. Jetzt hab ich doch noch Dritter geworden. Ich dachte, ich hätte noch gehabt, den Typen. Ich dachte, ich bin Zweiter geworden. Weil der hat eigentlich noch einen Drachen von mir abgekriegt am Ende. Aber jetzt bin ich aber auf die Tabelle am Ende gespannt. 4 Punkte Vorsprung, sehr gut. Es wird jetzt enger. So, das alles entscheidende letzte Rennen. Wer holt sich heute die Krone? Und welche Frau in der Gruppe sitzt oben ohne? So. Ernsthaft! Jetzt krieg ich auf die Fresse oder bin ich hier noch rausgeschoben? Zurecht, zurecht! Weg mit dir! Du Arsch, Alter. Ich wollte das eigentlich. Das hast du vorhin auch mit mir gemacht. Ich wollte da diese Scheiße an dir noch vorbei mit den Flammendinger. Alter, wie ging das nochmal mit diesem Gedrehe in der Luft, Alter? Ich weiß es nicht. Ich hab's aber gerade auch tatsächlich kurz mal gesehen. Bei Dr. Eggman, der hat's, glaube ich, kurz gehabt. Der war irgendwo da vorne mit dabei. Ich konnte das. Das ist schon wieder so lange her, alles, ey. Ja, klar. Ein Monat oder so bestimmt. Ja, Hilfe. Ich mit dir. Ich hänge aber auch nur auf Platz 9 momentan. Das sieht ein bisschen. Momentan sieht sich gut aus. Aber so, das Spiel kann sich so schnell drehen, dass das Rennen. Weißt du das, Yvonne? Ich bin recht eine Ordnungsstück. Einfach so, okay, gut. Ah!
Scheiße, hätte ich durchfahren müssen. Oh ja. Ach, da ist die Strecke, Mann. Ui, da ist irgendwas an mir vorbeigeflogen. Hä? Da ist irgendwas an mir vorbeigeflogen. Nadler, glaube ich. Ja, den habe ich zumindest abgeschossen. Ich habe einen erwischt damit, aber nicht dich. Wäre es mir natürlich lieber gewesen. Merkst du was? Er mag dich nicht, Baby. Nee? In solchen Spielen gibt's nur Krieg. Ach, er hat doch diese scheiß Rakete. Ich komme hier momentan nicht weg, wirklich. Geh mal weg. Markus, wie viel da bist du gerade? Erster. Ernsthaft? Und ich hänge auf 7 rum? Ja, das wird eng noch werden in dem Rennen. Ah, nein. Ah, Mann. Das könnte trotzdem gereicht haben, ich bin Dritter geworden noch am Ende. Ich bin am Ende immer schön in den Treibsand reingefahren. So, zwei. Dann habe ich ein bisschen von der Strecke runter, dachte ich mir, kurz die schön die Kurven ab und dann hängt sie da im scheiß Treibsand, dann habe ich ein bisschen was verloren. Wie gesagt, deswegen könnte ich. Knapp, aber bist du eigentlich gewonnen. Ja, okay, du hast doch recht. Wir machen dann wieder Forest nächste Mal. Wie gesagt, wir können auch GTA, wir sind da relativ flexibel eigentlich, was das mit mir ist. Ist egal, aber wir können auch Forest machen, klar. Ja. Zwei Punkte sind es am Ende, glaube ich, nur. Aber nett. Hat Laune gemacht auf alle Fälle, muss ich sagen. Es wurde noch mal eng. Ja, wie gesagt, ich bin auch froh. Ich war ja kurz vorm Ende, war ich irgendwie noch 7., 8. oder so die ganze Zeit. Das hätte nicht gereicht. Und dann habe ich am Ende noch mal ein bisschen was überholt. Und dann bin ich deswegen noch Dritter geworden, hat es gereicht, ja. Aber, wie gesagt... Ding hat Laune gemacht auf alle Fälle, weil es halt nicht eintönig war, sondern immer mal wieder ein bisschen. So,